Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Zeitschriftenvorstellung von Schnappsi dir alle Pokémon, und zwar der Nummer 145 Dezember 2019. Und ja, ihr seht, ich nehme auch aus einer neuen Perspektive auf und mit einer anderen Kamera. Ich teste so ein bisschen rum, was ich so machen kann, doch eine Verbesserung. Und ja, ich habe erst mit der Kamera aufgenommen, die ich auch als Desktop-Kamera nehmen kann. Und jetzt habe ich mich entschieden, das vielleicht mal probieren mit meiner Webcam. Und ja, es sieht relativ gut aus. Und wir fangen auch gleich einmal an mit der Zeitschrift. Und ich hoffe, euch gefällt das Format so, wie ich das jetzt mache für euch. Und hier schon mal das extra drinne, was heute in der Zeitschrift enthalten ist. Wie gesagt, ich entschuldige mich auch gleich mal dafür, dass das Video wieder etwas spät erscheint, aber naja, mein seelischer und psychischer Zustand hat es wieder mal nicht zugelassen, so wirklich das zu machen. Dadurch hatte ich keine richtige Lust gehabt, die aufzunehmen. Die Zeitschriften auch von Star Wars und Dragons, aber ich werde die jetzt noch alle Stück für Stück aufnehmen, weil ich die gerne noch dieses Jahr alle veröffentlichen möchte, dass ich die fertig habe. Und ja, haben sich zwar alles ein bisschen verzögert, leider, was das angeht, aber ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Ihr kennt ja die Gründe. Ich habe es euch ja schon mal erklärt, was das Problem daran ist. Und ja, ich denke mal, ihr könnt das verstehen und nehmt mir das nicht böse, dass es manchmal länger dauert, dass die Zeitschriftenvorstellungen ankommen für euch. Ich versuche es ja mal so schnell wie möglich zu machen und so pünktlich wie möglich online zu bekommen, aber das klappt halt nicht immer. Und ja, wie gesagt, ich gebe trotzdem mein Bestes, das immer pünktlich rauszubekommen, die Zeitschriftenvorstellungen. Und ja, wie gesagt, es kann immer mal passieren, dass sie verspätet rauskommen. Also nimmt mir das bitte nicht böse. Das dann mache ich mal weg hier den Comic-Teil. Wie gesagt, hier sind wir die typischen Rätsel drinne und was halt so dabei ist, ne? Ist ja alles erst bekannt. Und ja, wie gesagt, jetzt nehme ich hier aus dieser Perspektive auf. Wird auch so sein bei meinen Let's Pack aus Videos von Decken zum Beispiel, oder wenn ich mal Pokémon Sachen oder so habe oder Karten, werde ich das jetzt auch immer so machen mit meiner Webcam. Ich hoffe, das ist für euch soweit okay und das Format kommt bei euch gut an. Ich hoffe es ja zumindest, dass es gut ankommt bei euch und dass es euch so gefällt, wie ich das jetzt mache, dass ich mit drauf bin auf der Kamera. Hier haben wir noch Pokédex-Einträge von Gravel und Alola Fulluna. Fulluna ist ein sehr schönes Pokémon, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ich muss mich einfach ein bisschen daran gewöhnen, mit der Zeitschrift, wie ich es hinhalte, dass ihr das gut sehen könnt. So, hier sind wir, die Zeichnungen der Kitties. Wie immer sehr schön gemacht. Mir gefällt immer sehr gut. Gerade ein Pokémon mit der Fliegermütze, der so richtig böse guckt, das Pikachu. Richtig aggressiv, kann man sagen. Ist aber auch nicht schlecht. Das ist eigentlich immer so das, was ich in den Kinderzeitschriften am schönsten finde. In den Kinder- oder Jugendzeitschriften. Die Zeichnungen der Kinder. Und das wird dann in der nächsten Zeitschrift drin sein, die ich gleich im Anschluss auch noch aufnehmen werde, dass ich die mal fertig habe. So, das war's jetzt erstmal mit der Zeitschrift.
Jetzt zeige ich euch noch das extra. Das ist wieder so ein Pokéball in 8 verschiedenen Formen. Und wenn ihr gerne möchtet, dass ich das auspacke, dann bitte in die Kommentare schreiben, da packe ich das auch gerne aus. Ich lasse es halt immer sehr gerne drinne in den Packungen, wo es drin ist, falls ich es doch mal verlosen möchte. Deswegen lasse ich die immer gerne zu eigentlich. Aber wenn ihr möchtet, dass ich das aufmache und euch direkt zeige, was drin ist, einfach in die Kommentare schreiben. Da ist das kein Problem. Jetzt zeige ich euch noch das schöne Poster zum Schluss. Einmal von Pokémon Schild und Schwert ein Poster. Sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir hier nochmal Luna und ein Vulpix, glaube ich, war das, als kleines Pokémon. Sieht aber sehr schön aus. Muss mal schauen, wo ich das hinhängen werde. Dafür werde ich bestimmt auch einen sehr guten Platz finden. Und das war es jetzt mit der Nummer 145 der Pokémon-Zeitschrift Schnapp sie dir alle. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer sehr gefallen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe 146. Das ist ja schon Januar 2020 dann die Ausgabe. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Möge die Macht mit euch sein und das Pokémon-Trainer-Blut natürlich auch. Bis dahin, eine schöne Zeit. Euer Das Steffel zockt. Sagt ciao mit V und bis zum nächsten Video. Bis gleich.